Narada, Bhakti Sutra, 19. Vers. Narada gibt folgende Merkmale von Bhakti an. Wenn alle Gedanken, alle Worte, alle Handlungen Gott hingegeben werden und wenn man sich bereits durch geringfügiges Vergessen von Gott äußerst unglücklich fühlt, dann hat die Liebe begonnen. Om Namo Narayanaya und herzlich willkommen zum Bhakti Sutra, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev, Gründer von Yoga Vidya, und ich spreche über das Bhakti Sutra. Dies ist jetzt schon der 20. Vortrag über das Bhakti Sutra, Kommentar über den 19. Vers. In den vorigen Versen hat Narada davon gesprochen, was sind Merkmale göttlicher Liebe. Er hat zuerst gesagt, dass Vyasa gesagt hat, Gottesdienste ausführen, Rituale ausführen, Handlungen ausführen zur Verehrung von Gott. Das ist Bhakti. Dann hat er gesagt, Garga hat gesagt, Kirtan, singen, Lobpreisen Gottes. Das ist Bhakti. Dann hat er gesagt, Chandilya hat gesagt, dass Bhakti das Meiden all dessen ist, was das Erfreuen im Bhakti oder Freuen im Atman beeinträchtigt. Also meide das, was sich nicht voranbringt auf dem Weg der Hingabe. Nach diesen äußeren Dingen geht jetzt Narada auf das ein, was ihm besonders wichtig ist, nämlich das Gefühl, die Hingabe, die tiefe Liebe. Und er sagt also, alle Gedanken, alle Worte, alle Handlungen werden Gott hingegeben. Das heißt, was auch immer du tust, du bringst es Gott dar. Nichts, was du tust, tust du nur für dich. Es gibt ja heutzutage so die sogenannte Work-Life-Balance-Konzept. Das heißt, man versucht, verschiedene Abteilungen seines Lebens herauszudefinieren und jedem gerecht zu sein. Da gibt es einen Arbeitsplatz und eine Arbeit, um den kümmert man sich und gibt dort Energie rein. Dann macht man Zeit für seine Partnerschaft, Zeit für seine Kinder, Zeit für seine Eltern, Zeit für sein Hobby, Zeit für sich selbst, vielleicht auch Zeit für die Spiritualität. So hat man lauter kleine Abteilungen geschaffen. Und vielleicht ist das manchmal auch praktisch und hilfreich. Aber wenn du wirklich volles Bhakti erleben willst, dann kannst du alles vereinigen und verbinden, nämlich alles Gott darbringen. Wenn du morgens aufwachst, kannst du sagen, oh Gott, ich danke dir für diesen Tag. Was auch immer ich heute tun werde, ich bringe es dir dar. Wenn du Gedanken hast, dann sagst du, oh Gott, ja, du willst, dass ich einiges bewirke. Du hast mir dafür auch einen klugen Verstand gegeben. Diesen klugen Verstand bringe ich dir auch dar. Diesen klugen Verstand bringe ich dir dar. Auch die Dummheiten, die mein Geist alles einfallen lässt, das bringe ich dir dar. Du hast mir Emotionen gegeben. All meine Emotionen seien dir dargebracht. Und ich kann einiges tun. Die ganze Welt ist lila, dein Spiel. Lass mich einen Part in diesem Spiel spielen. Und egal, was es ist. Ob es jetzt Fahrradfahren ist, ob es Buchhaltung ist, ob ich jetzt ein Kundengespräch führe oder eine Yogaschule leite, ich tue es alles für dich und ich will in allem dir sehen. Eine solche Hingabe an Gott, alles darbringen, alles, was man tut, was man denkt, was man fühlt, all das Gott darzubringen, das ist das, was Narada als Bhakti bezeichnet. Und er sagt, das kann so weit gehen, dass man, selbst wenn man ein geringfügiges Vergessen Gottes spürt, dass man unglücklich ist. Bhakti, die Hingabe, ist Liebe, sie ist Freude. Wenn du Bhakti erfährst, das ist ein so wunderschönes Gefühl. Und es ist tatsächlich möglich, dauerhaft in dieser Bhakti zu leben, immer Gottes Gegenwart zu spüren, voller Liebe zu sein, voller Freude zu sein. Dann, wenn du mal einen Moment lang diese Bhakti nicht spürst, erscheint plötzlich alles schal, erscheint alles leer. Das ist schwer zu beschreiben. Wenn du Bhakti schon mal richtig erfahren hast, dann weißt du, was ich meine. Wenn du sie nicht erfahren hast, ist etwas schwieriger. Aber vielleicht hast du schon mal eine große Euphorie gespürt, die länger angedauert hat. Vielleicht hast du eine große Liebe zu einem Menschen gespürt, die länger angedauert hat. So wie irgendwo du nicht verbunden dich gefühlt hast, war irgendwo das Leben schal. Das erheblich gesteigert heißt Bhakti. Bhakti, die ständige Erfahrung von göttlicher Gegenwart, die ständige Erfahrung von Freude und von Liebe. Und das heißt, alles, was ist, Gott darbringen. Das ist Bhakti. Und Narada sagt sogar, wenn du dich unglücklich fühlst, wenn du ein geringfügiges Vergessen Gottes wahrnimmst, dann hat die Liebe begonnen. Das heißt, das ist erst der Beginn. Es geht noch weiter. Denn irgendwann
wirst du Gott nicht mehr vergessen. Dann bist du nur noch in der Gottesliebe. Ja, das war's für heute. Der 19. Vers des Bhakti Sutra von Narada, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Auf unseren Internetseiten findest du auch das ganze Bhakti Sutra niedergeschrieben. Wir haben es auch in unserem Mangalam Verlag zu kaufen, aber du kannst es auch im Internet und damit auch auf Handy, Smartphone, Fernseher oder wo auch immer nachlesen und diese Kommentare auch anhören oder anschauen. Mögest du Bhakti vertiefen, Hingabe und Gottesliebe.